Der Film Geliebte Köchin hatte für Aufsehen gesorgt, da Frankreich ihn anstelle des prämierten Anatomie eines Falls für den Auslands-Oscar eingereicht hatte. Und obwohl es keine Nominierung bei den Oscars für ihn gab, kann man Geliebte Köchin auf jeden Fall im selben Atemzug nennen wie die Nominierten für den besten Film. Dieser Film ist einfach himmlisch. Regie führt Tran Anhang, die Geschichte basiert auf einem Roman des schweizerischen Autors Marcel Ruf. Er spielt im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts und handelt von dem Gastronomen Dodin Buffon und seiner Köchin Eugenie. Die beiden arbeiten und leben seit 20 Jahren zusammen. Ihr Verhältnis ist von künstlerischer, romantischer und auch sexueller Natur. Verheiratet sind die beiden zwar nicht, Eugenie schätzt die Freiheit und Unabhängigkeit als unverheiratete Frau. Auf jeden Fall pflegen die beiden dennoch eine vielschichtige, leidenschaftliche Beziehung. Die Hauptrollen werden verkörpert von Juliette Binoche und Benoît Magimel. Die beiden waren im echten Leben lange miteinander verheiratet. Dies verleiht dem Film auch eine äußerst authentische Note in seinem Kernaspekt, nämlich der Beziehung von diesem Gastronom und seiner Köchin. Das wirkt wie eine seltsame Aussage, aber Geliebte Köchin hat die beeindruckendsten Kochszenen, die ich jemals gesehen habe. Die Gerichte in diesem Film werden mit so einer Extravaganz und Perfektion zubereitet, man fühlt sich, als würde man Action-Szenen betrachten. Egal was ihr tut, geht nicht hungrig in diesen Film, euch wird das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Kinopublikum, mit dem ich diesen Film gesehen habe, war fortgeschrittenen Alters. Ich denke, ich war wahrscheinlich 40 Jahre unter dem Altersdurchschnitt, aber ihr glaubt nicht, wie viele hörbare Reaktionen dieses Publikum gezeigt hat. Von Beifall zu Gelächter zu, ja, schon Geschrei beinahe, auch einem meiner Erfahrung nach eher zurückgezogenen Publikum, entlockte dieser Film puren Enthusiasmus. Dabei handelt es sich bei Geliebte Köchin nicht um einen pompösen Film. Das will ich ganz deutlich betonen. Ausgehend von meiner Beschreibung denkt ihr vielleicht gerade an The Menu und dessen Parodie auf das Verständnis von Essen als Kunst. Doch in diesem Film ist die Zuschreibung von Kochen und Essen als Kunst weder pompös, dick aufgetragen, noch sonst wie übertrieben. Man versteht als Publikum, dass sich in Eugenie eine grandiose Künstlerin wiederfindet. Das Essen, das sie anhand der Rezepte, die Dors vorbereitet, erzählt Geschichten. Und das bringt dieser Film mit voller Seriosität rüber. Glaubt mir, ihr werdet euch beim Anblick dieser Gerichte nicht darüber echauffieren, dass von Eugenie als große Künstlerin gesprochen wird. Was uns Geliebte Köchin im Grunde aufzeigt, ist ein ausgezeichnetes Kunstverständnis. Das Verhältnis der beiden Hauptfiguren wird von der Kochkunst bestimmt. Ihre Beziehung ist vergleichbar mit der zwischen einem Komponisten und dem Orchester oder einem Drehbuchautor und den Schauspielenden. Was Dodin konzipiert, wird von Eugenie mit Perfektion ausgeführt. Der Film befasst sich allerdings auch mit der Vergänglichkeit der Kunst und auch dieser Beziehung. Eugenie wird im Verlauf dieses Films von einer Krankheit befallen und Dodin ist bewusst, ohne seine Geliebte gibt es keinen Fortbestand seiner Kunst. Würde er sie verlieren, so würde auch er dahin schwinden. Diese Vergänglichkeit von Kunst, dieses Zusammenspiel in einer menschlichen Beziehung zur Erschaffung von Kunst und die Darstellung von romantischer Leidenschaft durch Kunst anhand der Zubereitung von Essen darzustellen, das habe ich so bisher noch nie gesehen und das gelingt diesem Film hervorragend und das macht ihn auch einmalig. Was mir ebenfalls sehr zugesagt hat, war die feministische Seite dieses Films. Eugenie wird durch ihre Kochkunst definiert. Sie ist nicht Dodins Frau, sie ist seine Köchin und dies ist sie gerne. Sie ist kein Anhängsel eines wohlhabenden Mannes, sie ist ihre eigene Person, ihre eigene Künstlerin. In diesem Film werden vor unseren Augen himmlische Gerichte zubereitet, die die Liebe und Leidenschaft ihrer Hauptfiguren widerspiegeln. Juliette Binoche ist hier in Topform. Ich habe auch schon lange nicht mehr so einen visuell hervorragend aussehenden Film gesehen. Geliebte Köchin ist vermutlich kein Film für das breite Kinopublikum, doch von mir bekommt er eine volle Empfehlung.